Luther ist ein Mensch, der die Kirche kritisiert. Das bekam noch keinen gut. Ein Zerstörer und ein Volksaufhetzer. Nein, ein Theolog, der die Kugel attackiert. Immerhin, der Mann hat Mut. Luther gibt nie auf. Er steht absolut allein. Was er macht, das ist Verrat. 2400 Sänger aus 55 Chören aus der ganzen Region, verteilt auf 2 Aufführungen. Das Luther-Pop-Oratorium gastierte am Wochenende in der Stuttgarter Porsche Arena. Gemeinsam mit den Hobbymusikern stehen Profi-Musical-Darsteller und eine Rockband auf der Bühne. Neben 18 neu komponierten Stücken sind auch 3 Lieder von Martin Luther selbst dabei, wenn auch für das Stück etwas abgewandelt. Die Mischung aus Profis und Hobbysängern stellte Komponist Dieter Falk vor eine Herausforderung. Wenn man für Chor schreibt, darf man natürlich nicht zu komplizierte Melodien machen. Es müssen schon catchy Songs sein, die kleben bleiben, im besten Falle. Und die Chorsätze müssen schon einfach sein, aber sie müssen trotzdem nicht Lulli sein. Das heißt, sie müssen auch einen gewissen Anspruch haben, dass die Leute Spaß haben, daran zu arbeiten. Und das ist manchmal so ein bisschen eine Gratwanderung. Und das versuche ich mit Michael Kunze zusammen in diesem Stück zu tun. Hauptdarsteller Frank Winkels reizt bei der Figur Luthers vor allem seine Vielschichtigkeit. Luther macht eine Entwicklung durch. Also es ist nicht so, dass er ist ja natürlich am Ende tritt sehr stark auf und mutig, und es geht ja für ihn auch um Leben und Tod. Also dadurch, dass er seine Aussagen trifft, spielt er auch mit seinem Leben. Aber diese Entwicklung dorthin ist eben doch noch eine geprägt von Zweifeln und auch gar nicht sich sicher, ob er überhaupt wo für ihn die Reise hingeht. Für das Seelenheil. Im Laufe des Jahres tourt das Pop-Oratorium quer durch Deutschland. Insgesamt nehmen rund 20.000 Hobbysänger daran teil. An jedem Standort gibt es einen komplett neuen Chor. Die älteste Teilnehmerin ist 88, die jüngste gerade mal 6 Jahre alt. Die letzte Aufführung findet am 29. Oktober in Berlin statt. Dorthin sind dann alle Sänger eingeladen, die während der Tournee dabei waren. Denn der Chor ist hier der eigentliche Star.